Hey Leute, ja, mal was Besonderes heute, und zwar ist seit gestern wieder der Speed Demos Archive Marathon dran. Die machen das alle halbe Jahre und da kann man sich halt Speedruns anschauen und dann kann man halt Geld spenden für wohltätige Zwecke, beziehungsweise diesmal ist es eine Organisation für Autism Research, was auch immer das ist, also wahrscheinlich irgendwelche Hilfe für Autisten. Und ja, ich denke mal, die Werbung, die auf dem Stream geschaltet wird, kommt dem Ganzen auch zugute. Also wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr mal da reinschauen könnt. Es ist, ich würde sagen, interessanter als Let's Plays. Man sieht hier den Stream, dann sieht man halt hier links wird immer ein Spiel gespielt, rechts sieht man die Menschen, die halt dazu ein bisschen labern und ihre Gedanken und ihre Taktiken kundgeben. Dann sieht man unten mal, was für ein Spieler es ist. Zum Beispiel diesmal spielt er gerade Tenchu, wie lange er ungefähr schätzt, dass er braucht und hier, wie viel er gerade schon spielt. Und es wäre ziemlich cool, wenn ihr euch da mal ab und an einklinken könnt. Das ist halt für einen wohltätigen Zweck. Wenn ihr spenden wollt, könnt ihr es auch gerne machen. Die haben halt seit gestern gerade 7000 Dollar bekommen. Und ja, ich hoffe mal, dass das noch ein bisschen mehr wird. Im Januar haben sie mit ihrem Marathon über 100.000 eingenommen, glaube ich. Und wenn euch die Spiele nicht interessieren, könnt ihr auch hier runter scrollen. Dann hat man hier bei Run Schedule. Kann man sich anschauen, was gespielt wird. Im Moment läuft halt gerade hier Tenchu. Man sieht dann zum Beispiel, kommt danach Final Fantasy VIII, falls das jemand interessiert, oder Prince of Persia. Cave Story kommt noch. Da kommt eine ganze Menge an interessanten Sachen. Und wenn ihr mal eine Abwechslung wollt zu Standard-Let's Plays, in denen die Spieler scheiße sind und einfach failen, dann schaut euch das hier mal an. Da gibt es Speedruns von Leuten, die ihre Games echt drauf haben. Und ich finde, das ist eine schöne Sache. Ja, das wollte ich nur kurz anmerken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.